Kelle, Alaf, Alaf. Ja, yeah, gibt's das Lied eigentlich? Kelle, Alaf? Ja, geht es so. In Köln gibt's das, ja. Ja, aber wie singt man das denn? Kennst du die Lyrics? Kelle, Alaf. Das war das letzte. Am Ende, das kommt am Ende mal. Und ansonsten ging die ganze Zeit nur Kelle, Alaf, Alaf, Kelle, Alaf. Und dann geht's schon von vorne los. Kölle, Alaf, Alaf, I love Kölle heißt das in Wirklichkeit. Alaf. Ich denke immer Alaf, aber das heißt Kölle, I love Kölle, oder? Kölle, I love. Aber wir haben Tusch, das ist ja. Rüfte, rüfte, rüfte. Ist ja geil, wenn wir immer Tusch machen, dann kriegen Leute mit, wenn wir lustig sind. Weil das ja quasi das den Gag untermalt. Unser Vorteil, ja. Endlich mal. Wir haben ja heute Weiberfasnacht. Tusch! Nee, geht nur, wenn man einen Gag macht. Nee, eigentlich kann man es total überreizen. Zum Beispiel, willkommen zu Late Nights. Oder jetzt? Man muss gar nichts sagen. Ja, man kann das immer weiter minimalisieren. Weil irgendwann ist es dann nur noch so. Sollen wir die ganze Sendung so füllen? Ja, das ist gut. So. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine fantastische Sendung. Ich wollte vielleicht kurz was erklären zu den Kostümen, wie man sieht. Hat sich der Nils verkleidet? Ja, ich habe mich als Einziger heute in dieser Sendung verkleidet. Und folgendes ist aber geschehen: Unser Ausstatter hat bei mir, glaube ich, in der Kinderabteilung zugeschlagen, weil das Kostüm hat Größe 164, aber ich bin ja 1,90 Meter. Ja. Also nur mal für euch zur Relation, weil im Fernsehen kann man ja nicht einschätzen. Das sieht manchmal Leute anders aus. Ja. Und deswegen kann ich das nur über die Hose ziehen. Und hier über den Oberkörper muss ich mir ein eigenes Kostüm noch kreieren. Und damit klar ist, dass ich auch ein Pinguin bin, habe ich das da so aufgeschrieben. Ich finde, das sollten eigentlich alle machen. Die Kostüme haben einfach nochmal dick fett vorne draufschreiben, was sie eigentlich darstellen. Ja, oder gleich ein cooles Kostüm haben, dass man das von vornherein erkennt. Das ist eine fantastische Überleitung, denn damit kommen wir zu unseren Top 5. Wir machen heute mal die Top 5 vom Hero of the Week. Ja, und heute sind es mal 5. Night of the Week, jetzt sag ich schon Hero. Heute sind es... Wieso? Wo ist der Tusch? Die gehen doch alle unter, die ganzen lustigen Gags, die ich hier raushau. Warte, wir haben nämlich uns überlegt, passend zur Thematik, präsentieren wir euch heute 5 Kostüme, die sau cool sind. Ja, weil es ist ja Karneval und ihr könnt ja Karneval nicht ohne Kostüm rausgehen, weil wenn ihr ohne ein Kostüm rausgeht, dann werdet ihr ermordet. Ihr werdet nicht nur ermordet, ihr werdet auf ein hölzernes Rad geflochten, dabei werden euch alle Knochen im Leib gebrochen und dann werdet ihr hier den Kölner Rathausmarkt runtergerollt und bis ihr tot seid und dann noch weiter, bis nämlich runter nach Mülheim. So, und jetzt, das wäre ein cooles Kostüm, wir kennen es alle aus einem ganz bekannten Film. Genau, das ist das Karate Kid Gedenkkostüm, die Dusche. Das Kostüm hat folgende Vorteile, nicht Vorurteile, sondern Vorteile. Ja. Zum einen kann man in der Dusche natürlich, es gibt ja dieses Sprichwort, unter der Dusche ist gut munkeln. Ja. Und in dieser Dusche kann man natürlich viele, viele schmutzige Sachen treiben. Ja. Und an Weiberfastnacht kann es natürlich passieren. Also viele Leute kommen ja gar nicht aus Köln. Also es gibt ja immer mehr Menschen in Deutschland, die gar nicht aus Köln kommen. Echt? Denen sollte man das vielleicht erklären. Wo kommen die denn her? Ungarn zum Beispiel kommen viele jetzt in letzter Zeit. Ja. Das stimmt. Und da ist es nämlich jetzt so, dass Weiberfastnacht werfen sich die Frauen den Männern wirklich an den Hals, weil da werden alle, wird jegliche Moral, alles, was man sich so über 20.000 Jahre menschliche Zivilisation erarbeitet hat, wird über Bord geworfen. Und Frauen sind auch freiwillig und wollen auch freiwillig sein. Und das heißt, da geht so einiges an Karneval. Also wirklich, wenn ihr sonst nie Chancen habt, wenn ihr kacke aussieht, erstens, ihr seid verkleidet. Zweitens, wenn ihr mit Frauen nicht gut umgehen könnt, braucht ihr gar nicht, weil die gehen von alleine mit euch um. Und dann gehen die nämlich zu euch und jetzt mal zurück zum Kostüm. In die Dusche! In die Dusche, die wissen gar nicht, dass ihr kacke aussieht, sondern machen einfach... Also erst auf und dann zu. Und dann sind die bei euch und dann gehen die 10 Minuten später gehen die wieder raus und dann könnt ihr... Könnt ihr noch irgendwie so ein kleines Täfelchen mit so einer Strichliste da in die Dusche reinhängen? Und vor allem, wenn es auch reingeht, kann man sich direkt abduschen. Ja. Oder wo hier ist der oben? Tusch? Wo da ist der Tusch? Liebe Regie! Tusch. So funktioniert das nicht. Das ist unglaublich. Nochmal bitte. Ja, danke. Ich gehe mal mit dem Pfeil hier rauf. Was auch geil wäre im Übrigen, das ist Dusche 2.0. Hier oben, wo jetzt das Pluszeichen sieht, könnte man eine Webcam installieren. Die nimmt dann alles auf. Und dann direkt YouPorn. Zack, direkt hier so eine, das wird als Antenne benutzt. Welche Seite? Ich kenne die gar nicht. Wie heißt die? YouTube, habe ich gesagt. YouTube, genau. Und das wird dann direkt über Wireless LAN, mittlerweile gibt es ja auf der ganzen Welt kostenmäßig Wireless LAN, wird es direkt übertragen an die Server und dann könnt ihr die Duschcam machen für eure Freunde. Und die können dann nämlich sehen,
was bei euch so geht. Ja, so. Yeah, das ist ein cooles Kostüm, das Ralph Macchio bzw. Karate Kid Mr. Ja. Miyagi Gedenkkostüm. Wir haben noch weitere coole Kostüme oder zum Beispiel Vorschläge, die für euch auch sehr leicht umsetzbar sind. Zum Beispiel hier der Power Grabber von Aliens. Mhm. Das ist ein Exoskelett. Ein Exoskelett. Das ist insofern ganz sinnvoll, weil wenn ihr schon mal Karneval mitgemacht habt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass man da unglaublich eng und dicht gedrückt aneinander steht. Ja. Und das ist, kann wirklich sehr nervig sein, weil Leute riechen ja, Leute schwitzen, Leute sind so dicht an einem dran, dass man immer denkt, geh mal weg. Aber die gehen natürlich nicht weg. Nee. Aber damit... Mit so einem Exoskelett ist es einfach, wenn ihr damit in der Disco seid, dann fallt ihr erstens auf und zweitens könnt ihr einfach alle, die euch stören, die Knochen brechen. Ja, einfach so... Könnt ihr euch selber so ein Spalier bahnen. Fantastisches Kostüm. Ja. Also viel besser normalerweise so ein Cowboy oder so, aber das ist doch hier... Das sieht man aber auch selten. Ne? Ja, einziges Problem ist, dass man... ja. Hallo! Ihr seid die Was ist denn los? Es ist Karneval! Ihr seid die schlechtesten Tuschleute. Ja. Und man muss an der Stelle sagen, man kommt halt mit dem Ding nur in einen Club, weil man braucht für Ein- und Ausgang ungefähr 2 Stunden. Ja, muss man wirklich sagen. Und mit der Toilette, also bei mir wird es funktionieren mit diesem Handgreifer. Also aber beim Durchschnitt Deutschen könnte es da Probleme geben. Die Haufen wegzutragen. Ja. Ja. Wir machen ein weiteres Kostüm. Oh. Das hier finde ich auch sehr schön. Das ist die Binde. Ja. Mit 2 Tampon-Chakos. Ja, was sagt da die Regie? Was soll das denn heißen? Das ist doch, da kann man noch mal drüber reden. Man kann noch mal über sowas auch mal sprechen. Und sich unterhalten, das ist doch völlig normal. Ich finde, das ist ein fantastisches Kostüm. Ja. Also ich frage mich nur, warum da oben so eine schwarze, noch so ein, weißt du, so ein... Das ist eine Karatebinde. Ja, also eine Karatebinde, ja. Ja. So deshalb, wegen den Tampon-Chakus, jetzt verstehe ich das komplette Kostüm. Ja. Ja. Also finde ich ziemlich gut, der Tampon-Man. Finde ich auch richtig gut. Wir machen einfach mal weiter. Das war, ist okay, ihr könnt es ruhig im Überfluss benutzen, im Zweifelsfall trifft es sogar. Moment. Hatten wir das? Nee, warte. Nein, nicht, das jetzt können wir das zeigen. Das ist ein fantastisches... Oh. Erstmal, lasst mal das Bild sacken und mal gucken, ob ihr das Kostüm entdeckt. Ja. Und mal gucken, ob ihr diesmal mal auch entdeckt. Ja. Noch einen, da habe ich noch einen nachgeschoben. So. Das ist ein super Kostüm. Ja, wir lassen es einfach unkommentiert. Wie gesagt, das ist auch zu brisant. Also das ist wirklich mit zu brisant. Allem, das ist so wie bei Herr der Ringe, so ein ganz schmaler Gang und rechts und links ist brodelnde Lava. Genau. Und mit allem, was man sagt, droht man links und rechts runterzufallen. Deshalb lassen wir es einfach so. Wir lassen es einfach so und zeigen euch auch ein Kostüm. Das finde ich sehr schön, wenn kleine, dicke Kinder als Snackautomat gehen. Ja, finde ich sehr sympathisch. Und vor allem, die können sich auch noch was dazu verdienen, weil nämlich Karneval sitzt das Geld nämlich locker. Und die Leute haben Hunger und das Geile ist, da haben wir schon gesagt, man steht so eng gedrängt, dass man nirgendwo hinkommt. Man kommt wirklich nirgendwo hin. Man und in dem Fall, wenn du einfach irgendwo stehst und hast Hunger, kommen einfach die Leute zu euch. Wirfst deine Mark in den Jungen rein und dann kriegst du einen Snickers. Finde ich super. Oder was auch immer. Ja, es gibt ja auch andere Schokoriegel, die lecker sind. Ah, eben. So. Und das ist einfach, sage ich mal, ein Kostüm, was einfach nur cool ist. Ich weiß nicht, wie der Typ das hingekriegt hat, aber es ist nicht nur cool, weil es das Tron-Kostüm ist, sondern weil das natürlich auch Funktionen hat, die sehr hilfreich sind an Karneval. Ja, das hat natürlich einige praktische Vorzüge. Zum Beispiel, es ist ja so, spätestens, also um 10 Uhr, wirklich, 10 Uhr morgens, vielen Dank. Um 10 Uhr morgens fangen die Leute an zu saufen. Um 10:30 sind alle besoffen, ist wirklich so. Und um 12 liegen wirklich halbtote Menschen irgendwo in irgendwelchen Gassen und vegetieren vor sich hin und warten darauf, gerettet zu werden. Wenn man so wie der ein Kostüm hat, das leuchtet, wird man natürlich von den Rettungskräften sofort entdeckt und wiederbelebt. Ja, oder auch von den eigenen Kumpels. Stellt euch vor, ihr zieht um die Häuser in Weiberfastnacht, ihr seid alle rotzenvoll, verliert euch natürlich, wie das so ist, an Karneval und wisst nicht mehr, wo ihr seid. Wenn ihr mit solchen Kostümen durch die Gegend könnt ihr direkt sagen, ah, da ist er ja, da hinten, da steht er, ich sehe ihn leuchten, er kotzt gerade auf dem Boden. Ja. Ne? So, deswegen ist das auch mein Favorit, ehrlich gesagt. So, das waren unsere Top 5. Das Tron-Kostüm, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, ich finde es sehr cool. Das waren unsere kleinen Ratschläge für Karneval. Und damit kommen wir jetzt zum Night of the Week. Und das ist dieser hier. Die Welt. Niemand geringeres als die Welt ist heute unser Night of the Week. Und das hat natürlich einen passenden Grund. Absolut, denn... Entgegen aller Nachrichtenmeldungen geht es mit der Welt gar nicht so bergab, wie es überall heißt. Überall heißt Global.